1862 zum letzten Appell in der Bismarck-Kaserne angetreten. Ich begrüße Sie herzlich zum Schlussantreten unseres Bataillons. Ich begrüße die Vertreter unserer ehemaligen Patengemeinden, der Reservistenkameradschaften, unserer ehemaligen Vereinigung von 161, 162, MOKWI 163, Freundeskreis 66, die Vertreter unserer Feuerwehr und des Bundeswehrverbandes, die ehemaligen Soldaten des Bataillons und die Bürgerinnen und Bürger unserer Garnisonsgemeinde Wendorf. Ich begrüße die Damen und Herren der Standortverwaltung, des Sanitätszentrums und des Landesbauamtes, wie auch unsere Militärseelsorge. Meine sehr verehrten Damen und Herren, in Wendorf stirbt man langsam. Nach der Entscheidung vom 15. Dezember 1992 ist heute, am 30. September 1994, unwiderruflich der letzte Tag des Panzergrenadierbataillons 162. Wir sind heute zum letzten Mal angetreten, um die Auflösung unseres Bataillons abzuschließen, unsere Bismarck-Kaserne einer anderen Nutzung zu übergeben. Und auch für mich ist unwiderruflich der letzte Zeitpunkt gekommen, um mich von Ihnen zu verabschieden. Der Konfrontation mit dem Warschauer Pakt, Zweier deutscher Staaten, Annäherung zu den Staaten des Ostblocks, wir sind das Volk, Montagsdemonstrationen in Leipzig und die Wiedervereinigung unseres deutschen Vaterlandes. Das waren 157.680 Tage auftragsgerechter Dienst unzähliger Wehrpflichtiger, Zeit- und Berufssoldaten. Dabei Einsätze bei Naturkatastrophen, der Umzug nach Wendorf, dreimaliger Gewinn des internationalen NEC-Wettkampfes, Hausbataillon Wendorf, Wendorf-Jahn, unbezählte Gefechtsübung, Kursübler, Kursübungsplatzaufenthalte, und fünf Lebensgruppen. Alles eingeblendet in die Region, mit vielen Paten und Freunden aus dem zivilen Bereich. Ich freue mich deshalb, dass wir uns auch in der buchstäblich letzten Stunde in unserer Garnison zur Seite stehen. Danke Ihnen. Mit der Auflösung unseres Bataillons verlässt der letzte Verband die Bismarck-Kaserne. Damit endet auch die Nutzung dieser Kaserne als militärische Liegenschaft. Auch wenn noch über einen kurzen Zeitraum das Sanitätszentrum weiter die Versorgung der letzten Soldaten am Standortbataillonsübergabe. Es gibt keinen Nachfolger mehr. Das Panzergrenadierbataillon 162 geht, so gehe auch ich. Mir war es nur vergönnt, das Bataillon 15 Monate zu führen. Es war für mich eine schöne und erfüllte Zeit, die ich nicht missen möchte, und dafür möchte ich danken. Ich danke zunächst dem lieben Gott, dass er in dieser Zeit zu keinem schweren oder gar tödlichen Unfall im Dienst gekommen ist. Ich danke meinen Soldaten, den wehrpflichtigen Zeit- und Berufssoldaten, den zivilen Angehörigen für die geleistete Arbeit zum Wohle des Bataillons. Danke für die entgegengebrachte Kameradschaft, ihre tatkräftige Mitarbeit, auch wenn es in dieser Zeit nicht immer einfach war. Wir haben gemeinsam alle Prüfungen bestanden und erfolgreich bis hin zum Gewinn des letzten Brigadepokals Leistungsnachweise abgeschlossen. Ich danke Ihnen dafür, dass Sie die Ablösung nicht erlitten, sondern mit mir aktiv gestaltet haben. Genau des heutigen Tages verlieren Sie die 162 und werden weiter unter 7.72 Ihren Auftrag erfüllen. Dem Stand wünschen wir alles Gute für die Zukunft. Den Lehrgangsteilnehmern wünsche ich einen erfolgreichen Abschluss ihrer Ausbildung. So wie es guter Brauch ist, möchte ich mich stellvertretend für alle bei meinem Fahrer, dem Obergefreiten Kemner, meinem SO, dem Oberleutnant Franke, und bei meinen beiden Vorzimmerdamen, Frau Kühl und Frau Klopp,
hier und jetzt persönlich bedanken. Sie können nichts dafür, dass es keine Bataillonsübergabe gibt und keinen Empfang des Bataillons. Ich bitte Sie mal zu mir. Vielen Dank. Auch, ich bin gern mit Ihnen gefahren. Kleine Erinnerung. Dankeschön. Oh Mann, das ist so. Zwei von Englisch. Für die Zukunft. Alles gut. Stellvertretend danke ich der Familie Schmidt-Bohlen, bei der wir jahrelang unseren Bataillonsgefechtsstand bei allen möglichen Übungen aufbauen konnten. Ich möchte Ihnen als Dank, Frau Schmidt-Bohlen, unser letztes Bataillonsdach überreichen. Ich bedanke mich herzlich für die über ein Jahrzehnt lange Möglichkeit, bei Ihnen immer problemlos unterzukommen. Und Soldaten sind, wenn sie mit Autos kommen, nicht ganz einfach. Herzlichen Dank und das bitte herzlich. Danke. Ich verabschiede sich heute alle Soldaten des Panzergrenadierbataillons 162. Wir können auf eine schöne und erfüllte Zeit zurückblicken. Wir längernehmenden Soldaten nehmen unseren Dienst am anderen Ort wieder auf, verstreut in der ganzen Republik. Meine besten Wünsche für eine glückliche und gesunde Zukunft. Viele ehemalige Soldaten haben hier am Standort Wentorf eine neue Heimat gefunden und fühlen sich wohl. Ich wünsche mir, dass wir uns das ein oder andere Mal in unserem Traditionshaus wiedersehen und über die alten Zeiten in der Bismarck-Kaserne und von den 162ern zu sprechen. Unserer Garnisonsgemeinde und der Region wünsche ich im Namen der scheidenden Soldaten des Panzergrenadierbataillons 162 eine glückliche und gedeihliche Zukunft. In dem Gedicht Stufen von Hermann Hesse steht, jedem Ende wohnt ein guter Anfang inne. In diesem Sinne sage ich für die 162er Tschüss. Es spricht nun zu Ihnen der Bürgermeister unserer Garnisonsgemeinde, Herr Holger Grüner. Meine Damen und Herren, wir sind in den vergangenen Jahren buchstäblich fortgerissen worden in einem Strom geschichtlicher Ereignisse. Wir erleben heute durch Vorgaben von höchster Ebene zwei kurze Zeremonien. Die Einholung der Bundesflagge und die Rückgabe des Namens Bismarck. Dabei werden wir gewahr, dass dieser Strom der Geschichte unseren ganzen Ort und unsere Bürger unmittelbar berührt. Anpassung an veränderte Gegebenheiten, an neue Denkgewohnheiten, an eine neue Lage erfordern hohe Anstrengungen. Wenn wir dieses einmal auf das gesamte Deutschland beziehen, dann wird deutlich, dass die Notwendigkeit der Anpassung nicht nur eine Aufgabe der Menschen in den neuen Bundesländern ist, sondern auch in den alten Bundesländern. Durch die Bundeswehr und durch die Soldaten einer rein zivilen Betrachtung weichen muss. Für die Gemeinde Wentorf erinnere ich an dieser Stunde daran, dass wir in einer Urkunde vom 7. Oktober 1983 feststellen konnten, dass sich das Panzergrenadierbataillon 162 zum Wentorfer Hausbataillon entwickelt hat, weil Soldaten und Bürger überzeugend darauf hingewirkt haben. Das waren die Grundsätze, mit denen wir gemeinsam gelebt haben. Der Gedanke des verbundenen Seins und des Zusammenwirkens hat uns hier über Jahrzehnte getragen. Wir danken unseren Soldaten, die Mitarbeiter der Verwaltung, für die hervorragende Pflichterfüllung im Dienst. Wir sagen aber auch Dank für die vorbildliche Haltung
als es daran ging, den traditionsreichen Standort Sendorf bei Hamburg aufzulösen. Wir danken aber vor allen Dingen in dieser schwierigen Phase dafür, dass aktive und ehemalige Soldaten und zivile Mitbürger durch persönliches Engagement dazu beigetragen haben, dass diese gedeihliche Entwicklung nicht je abbricht, sondern in der Institution des Traditionsverbandes die Verbundenheit unseren Soldaten und zu unserer Bundeswehr weiter zu pflegen. Die Pflege dieser Tradition gehört zur Kultur unserer Gemeinde. Dafür haben wir zu danken, dafür haben wir in der Zukunft hinzuwirken. Ich wünsche mir von meinen zivilen Mitbürgern die gleiche Tatkraft, Entschlossenheit und Zielstrebigkeit für die Neugestaltung unserer Gemeinde. Ich darf darauf hinweisen, dass die Gemeinde im Anschluss an diese Feierstunde zu einem Empfang des Offiziers heimlädt, um diesen Tag auch in dieser Hinsicht zu würdigen. Ich danke Ihnen. Sehr verehrte Gäste, Kameraden, seit nunmehr 2 Jahren hatte ich die mögliche Gelegenheit und das unverwechselbare Gesicht eines stolzen Bataillons, das gerade Umgliederung und viele Personalveränderungen erfolgreich hinter sich gebracht hatte. Nach der politischen Entscheidung zur Auflösung Ende Dezember 1992 hatte der Brigadekommandeur, Herr General Fischer, 2 Eckdaten vorgegeben. 1993 Ausbildung, dies wurde voll genutzt, und 1994 der Übergang in den Rückbau. Auch dieser sicherlich letzte und weniger schöne Auftrag, ein Bataillon aufzulösen, wurde zwar mit Wehmut, aber ohne Wehklagen sehr engagiert, reibungslos, zeitgerecht und mit hoher Qualität durchgeführt. So wie gestern beim Panzerbataillon 164 in Elmhorst geht nun auch hier in der Bismarck-Kaserne das soldatische Leben und Treiben zu Ende. Zolle ich Ihnen meinen Respekt. Der kommandierende General des 1. Korps, Herr Generalleutnant Pohl, schreibt Ihnen, über 3,5 Jahrzehnte hat das Panzerbataillon 162 gemeinsam mit den alliierten Streitkräften im Bündnis zur Sicherung des Friedens in Europa und zur Erhaltung des Gleichgewichts der Kräfte beigetragen. Im Oktober 1958 in Husum aufgestellt, verlegte das Bataillon 1963 nach Wentorf. In dieser Garnison blieb der Verband der Gemeinde Wentorf und dem Bezirk Bergedorf über 30 Jahre eng verbunden und begründete mit beiden Patenschaften wie auch mit der Stadt Rheinbeck. In Anerkennung seiner besonderen Verdienste zeichne ich im Namen des Herrn Befehlshabers, Herrn Oberstleutnant Harrendorf, mit der Ehrennadel des Kommandos in Gold aus. Bataillon, Höll! Ihnen allen, meine Kameraden, sage ich herzlichen Dank. Ich wünsche Ihnen viel Glück, Gottes Segen und für die Zukunft alles erdenklich Gute. Herr Oberstleutnant Harrendorf, lassen Sie die Flagge niederholen. Bataillon, alle zurück, Flaggenabordnung, Ordnung.
Zur letzten Flankenparade in der Bismarck-Kaserne. Augen recht! Und wieder lange. Abteilung. Halt. Abteilung. Es spricht nun zu Ihnen Graf Karl Eduard von Bismarck. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Soldaten, vor 29 Jahren, im Jahre 1965, standen wir, Oberstleutnant Kiene und mein Großvater Fürst Otto von Bismarck, um in einer feierlichen Stunde das von ihm gestiftete Namensschild der Bismarck-Kaserne zu enthüllen. Die Berliner Mauer stand gerade mal 4 Jahre, die USA waren in Vietnam in einen grausamen Krieg verstrickt, der Kalte Krieg war in vollem Gange. Es waren schwierige und gefährliche Zeiten, die sich nun aufgrund des dauerhaften Friedens in Europa und der Wiedervereinigung grundlegend geändert haben. Meine Aufgabe ist es nun, bei der Entnahmung der Bismarck-Kaserne als Ururenkel des Eisernen Kanzlers zugegen zu sein. Der Name Bismarck und das Militär verbinden viele gemeinsame Dinge. Fürst Otto von Bismarck wurde im Jahre 1838 zum Militärdienst beim damaligen Gardejägerbataillon in Potsdam eingezogen. Im Laufe seiner politischen Karriere und als Reservist des Militärs brachte er es bis zum Generalfeldmarschall, der Rang, der ihm bei seiner Entlassung 1890 verliehen wurde. Ich persönlich wurde fast auf den Tag genau vor 10 Jahren als Reserveleutnant nach 2 Jahren als Zeitsoldat in den zivilen Alltag entlassen. 2 Jahre lang hatte ich hier in der Bismarck-Kaserne bei der 4. Kompanie der 162. meinen Dienst als Soldat verrichtet. Oft haben wir Märsche durch den Sachsenwald und Übungen in der Ventorfer Lohe, die früher im Familienbesitz war, durchgeführt. Dies hat den Kontakt der Ventorfer Soldaten zur Familie Bismarck noch mehr gefestigt und dieser soll auch in Zukunft weiter bestehen. Es ist immer ein trauriger Anlass, eine Kaserne mit Tradition und einem. Auch Bismarck hat als Politiker die Einigung Deutschlands erreicht und somit eine friedlichere Zeit geschaffen. Unsere Aufgabe ist es nun, diesen Frieden hier in Europa weiter fortzuführen und zu festigen. Dieses wird symbolisch auch durch die Auflösung der Bismarck-Kaserne als Zeichen gesetzt. Das Haus Bismarck wird auch weiterhin im engen Kontakt mit der Bundeswehr stehen und ich bedanke mich bei den Ventorfer Soldaten, die hier ihren Dienst in der Bismarck-Kaserne verrichtet haben
und dabei auch meinen Namen und den Namen meiner Familie in bester Weise repräsentiert haben. Ich danke Ihnen für das Zuhören. Von Bismarck und auch dem Herrn Witt, unserem Leiter der Standortverwaltung, symbolisch den Schlüssel der Bismarck-Kaserne überreichen. Panzergaladier-Bataillon 162. Ein dreifaches Panzergaladier! 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 Panzergaladier-Bataillon 162 zum letzten Mal.